Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Regenbogenkreiskanal. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Christina von Trein. Und ich habe gerade zu Christina gesagt, dass ich seit ungefähr 3 Jahren versuche, sie zu einem Interview zu bekommen. Und diesmal hat es endlich geklappt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Christina. Hallo. Ja, du bist ja. Also wer deine Geschichte kennt oder auch die Bücher von dir gelesen hat oder auch die Bücher über dich, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit und gehörst wahrscheinlich auch zu den jüngsten spirituellen Lehrern in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich würdest du dich selber nicht so bezeichnen, oder? Ja, schön. Also ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr auf dieses Gespräch heute mit dir. Und vielleicht für diejenigen, also von den Zuschauern und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, also dass man so weiß, so ungefähr weiß, wie du wer du bist? Also ich konnte noch nie gut mich selber vorstellen, weil ich das Gefühl habe, ich bin ein ganz normaler Mensch. ja, also ich habe halt einfach gewisse Dinge nie vergessen, die andere Menschen vergessen, wenn sie inkarnieren. Ja, wieso? Ja, also ne, aus den Büchern, die ich ja auch gelesen habe, da wird ja deutlich, dass du eben ja einen sehr starken Zugang eben zu anderen Dimensionen oder zu Welten hast, die den meisten Menschen zumindest nicht bewusst zugänglich sind. Und also ich würde sagen, dein Wahrnehmungsvermögen oder deine Erfahrung der Realität ist wahrscheinlich anders als das bei den meisten Menschen der Fall ist. So von dem her, was ich jetzt gelesen habe, ne? Und wie äußert sich das für dich im Alltag, also in ganz konkreten Situationen? Also nimmst du zum Beispiel, also nimmst du auch die Energiefelder der Menschen wahr, mit denen du im Kontakt bist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie äußert sich das, diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit? Also es gibt Dinge, die nehme ich immer wahr. Und dann gibt es andere Dinge, die sind mal da und dann sind sie nicht mehr da und dann kommen sie wieder. Und also ich nehme die Energie von Menschen wahr und das hat halt zwei Seiten, wenn man hier auf der Erde lebt. Das kann schön sein, aber es kann halt auch schwierig sein, wenn man Dinge von Menschen wahrnimmt, die man irgendwie gar nicht wahrnehmen möchte. Kannst du dir das selber aussuchen, was du wahrnimmst? Also kannst du auch bewusst Dinge ausblenden oder ist es einfach so, dass du diese bestimmten Wahrnehmungen hast und das gar nicht ändern kannst? Also es gibt Dinge, die habe ich immer und ich kann das auch nicht wegmachen. Also die sind irgendwie einfach da. Und dann gibt es andere Dinge, die sind manchmal da und dann sind sie wieder nicht da. Und hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns? Also was ich immer habe, dass also wenn es zum Beispiel dunkel ist und es ist Nacht, für die meisten Menschen ist das dann einfach schwarz, also da ist nichts. Und bei mir war das nicht so. Also ich sehe dann immer ganz viele Dinge, die in der Nacht dann teilweise deutlicher sind als am Tag. Und also bei mir ist es nie dunkel. Und auch wenn am Tag, wenn ich zum Beispiel in den Himmel hochschaue, dann ich sehe dort immer Dinge, von denen weiß ich, dass andere Menschen sie sehen das nicht. Und was siehst du zum Beispiel, wenn du in den Himmel schaust? Ich sehe sowas wie große, farbige Wolken, also riesige, farbige
Also wahrscheinlich sind es keine Wolken, aber ich weiß nicht, wie man die sonst sagt. Und die fliegen und schweben am Himmel. Und ich sehe auch Formen in der Luft, also in der Nähe vom Boden und da, wo wir so leben. Und ich weiß bei vielen Dingen nicht, was das ist. Ich weiß das bis heute nicht. Aber die sind irgendwie da und ich weiß, dass andere Menschen das oft nicht so sehen. Und kannst du, also siehst du das auch mit deinen normalen, also physischen Augen? Ah, okay. Das ist ja sehr, sehr spannend, ja. Und kannst du auch Naturwesen oder Schutzengel oder ähnliche Begleiter, kannst du die auch sehen mit deinen Augen? Ja, also manchmal, aber nicht immer. Und ist das etwas, was du steuern kannst? Also zum Beispiel, wenn du dich, also wenn du dir vornimmst, dass du zum Beispiel Naturwesen siehst, siehst du sie dann oder kannst du das selber gar nicht steuern? Also es gibt Dinge, die passieren dann einfach irgendwie. Und wenn ich mich aber bewusst auf etwas konzentriere und da was sehen will, dann kann ich da schon was steuern. Aber manchmal sehe ich halt auch Dinge, wenn ich irgendwie, kann ich daran denken. Und das war schon immer so bei dir, oder? Also von Geburt Ja. an? Und also ich habe natürlich jetzt wirklich viele Fragen mitgebracht, ne? Ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich dich so ein bisschen ausfrage, weil ich es einfach total spannend finde. Also ich selber habe ja auch eine erweiterte Wahrnehmung, aber die ist ganz anders als deine. Das ist ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Und du hast ja auch du hast ja auch eine Verbindung zu anderen Planeten, oder? Dass du auch Ja, andere. also nicht ständig, aber ich kenne Wesen von anderen Planeten. Und weißt du von dir selbst Ja, auch, wo du. aber ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag. Also, dass du jeden Tag mit anderen Planeten kommunizierst, oder? Und kannst du dich an deine Herkunft erinnern? Also weißt du, was du gemacht hast, bevor du jetzt in diesen Körper gekommen bist? Ich habe schon Erinnerungen an vor meiner Geburt. Aber ich selbst würde jetzt nicht sagen, ich komme von dem oder dem Planeten. Ich habe zwar schon auch auf anderen Planeten gelebt, aber ich finde ja, dass schlussendlich kommt ja jeder von uns aus der göttlichen Quelle. Also das ist ja der wahre Ort, wo wir herkommen. Und wenn wir auf anderen Planeten leben, dann waren wir mal dort und man fühlt sich dort natürlich mehr zu Hause als hier auf der Erde. Aber es ist ja nicht der wahre Ursprung von uns. Ja, das stimmt. Und ist es für dich manchmal schwierig, also hier in dieser 3D-Realität auf dieser Erde mit ja einem ganz anderen Bewusstsein, zumindest wenn wir uns jetzt ne, unsere Gesellschaft anschauen, damit umzugehen? Ist es für dich herausfordernd, in dieser Realität zu leben? Also was ich halt schaue, dass ich mir überlege, mit welchen Menschen habe ich Kontakt, weil man kann halt nicht mit allen gleich reden und wenn man Energien wahrnimmt, dann muss man ja immer schauen, tut mir das jetzt gut oder tut mir das jetzt nicht gut und also ich denke, wenn man Energien mehr wahrnimmt, dann muss man da mehr darauf achten, als wenn man das jetzt nicht wahrnimmt.
Bist du denn, du bist ja auch zur Schule gegangen, ne? Also ganz normal. Und war das für dich schwierig, also in diesem Schulsystem zu sein, mit deiner Wahrnehmung? Also, ich habe einfach gewusst, dass die anderen das nicht so sehen und dass sie das auch nicht verstehen würden. Und dann schweige ich halt. Also, meine Strategie ist dann, ich bin dann einfach still. Ich muss denen ja nicht sagen, was ich wahrnehme. Ich kann das ja für mich behalten. Und dann komme ich halt so, bin ich so irgendwie durchgekommen, weil, ja, ich muss mit niemandem diskutieren, der mich nicht versteht. Und haben denn deine Mitschüler trotzdem also irgendwas gemerkt, also dass du anders bist, oder konnten die das gar nicht wahrnehmen? Ich habe die nie gefragt. Also ich denke schon, dass sie gemerkt haben, dass ich anders war, weil ich hatte mich ja nie für die Dinge interessiert, für die sie sich interessiert haben. Aber ich glaube nicht, dass sie auf die Idee gekommen sind, dass ich irgendwie feinstoffliche Dinge war. Also sie wissen ja gar nicht, dass es das gibt. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast also wahrscheinlich gewusst, dass es keinen Sinn macht, diese Unterschiedlichkeit zu bewerten, ne? Oder du hast dich deswegen jetzt auch nicht ausgegrenzt oder schlecht gefühlt, weil die anderen anders sind, oder? Also es wirkt so, wenn du so erzählst, als ob du da so ganz gut bei dir bleiben konntest. Und dich da gar nicht so aus deiner Mitte hast herausbringen lassen, dadurch, dass Menschen einfach ganz anders sind oder ganz anders wahrnehmen, oder? Ich wusste das irgendwie schon, als ich klein war. Und dann, also das ist nicht immer einfach, aber ich bin halt damit irgendwie aufgewachsen. Also man ist dann sicher auch einsam, weil man ja anders ist und man irgendwie nirgends reinpasst. Aber ich bin lieber alleine, als dass ich irgendwo mich anpasse, was aber mir nicht fällt. Oder wo ich das Gefühl habe, dass das stimmt für mich so nicht. Ja. Ja, das ging mir auch immer so. Aber du hattest ja zu Hause, hattest du ja schon, da konntest du ja so sein, wie du bist, und du wurdest ja auch so wahrgenommen mit deinen Fähigkeiten, ne? Also da hast du es wahrscheinlich nicht erlebt, dieses Gefühl von Einsamkeit, oder? Ja, also. Also ich habe ja, als ich 13 war, da habe ich meiner Mutter das erste Mal erzählt, was ich sehe. Und vorher habe ich das für mich behalten. Und ja, also ich habe am Anfang habe ich das auch nie jemandem gesagt, einfach weil ich von der Schwingung her bei den Menschen gemerkt habe, ach so, das verstehen sie nicht und dann muss ich auch nicht mit ihnen reden. Ja. Ja. Und hattest du denn in dieser Zeit, also bis du das erste Mal geteilt hast, was du erlebst, hattest du da Kontakt zu anderen Wesen, also aus der nicht sichtbaren Welt, mit denen du dich über die Dinge, die dir wichtig waren, austauschen konntest? Nee. Ja und nein. Also viele Dinge habe ich einfach so für mich irgendwie angeordnet. Also ich habe da gar nicht über alles mit irgendjemandem geredet. Und wie ist das für dich?
Du bist ja, also zumindest in spirituellen, alternativen Kreisen mittlerweile sehr, sehr bekannt, also schon fast berühmt. Ist das für dich eine Herausforderung? Weil du bist ja eher von deinem Wesen her so eher nicht so, also nehme ich dich zumindest wahr, ne? Nicht eine Person, die gerne auf der Bühne steht und sich gerne in der Öffentlichkeit präsentiert und so. Und trotzdem bist du jetzt ja schon sehr jung, einfach so bekannt geworden. Ist das für dich, also ist es für dich leicht, damit umzugehen, oder ist es für dich auch herausfordernd? Ich mache mir da gar nicht so Gedanken darüber, weil ich mache einfach meine Vorträge und das gefällt mir. Und ja, also ja, ich merke natürlich, dass manchmal Menschen an mich denken und das ist ja dann ganz verschieden, was da energetisch danach rüberkommt. Und da muss ich halt mehr schauen. Aber sonst, ja, also, ich mache mir da nicht so Gedanken. Ich mache das, was ich gerne mag und, ja. Ja, es wirkt, also wenn du so erzählst, dann wirkt es tatsächlich so, als ob du so, also so Muster, die ja die meisten Menschen von uns irgendwie mitgebracht haben oder, ne, oder durch Traumas eben entstanden sind, als ob du die gar nicht, als ob du die gar nicht mitgebracht hast oder die bei dir gar nicht entstanden sind. Also so diese üblichen menschlichen, ne, Komplexe, die ja zumindest ich aus meiner Vergangenheit wirklich sehr, sehr gut kenne. Also, dass es mir eben schon sehr viel ausgemacht hat, zum Beispiel, wenn ich abgelehnt wurde oder wenn ich nicht verstanden wurde, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass ich eben mir nicht selbst treu geblieben bin. Also, ich habe auch immer mein Ding durchgezogen, aber ich habe mich dann doch auch oft sehr, ne, abgelehnt gefühlt oder ausgegrenzt oder nicht geliebt. Also so diese Themen, und ich glaube, viele von den Menschen, die hier zuschauen, kennen das auch aus eigener Erfahrung. Aber bei dir, also zumindest, ne, was ich so wahrnehme, wenn du so erzählst, scheint das gar nicht so zu sein. Also du hast da anscheinend eher so eine sehr gesunde Sicht oder eine sehr gesunde Wahrnehmung dieser Dinge und machst halt einfach das, was sich für dich richtig anfühlt, ohne dass du dich eben von diesen menschlichen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen so beeinflussen lässt. Ist das korrekt? Also, es ist sicher so, dass ich gewisse Muster nicht habe, die zumindest einige Menschen haben. Aber ich nehme mich da überhaupt nicht raus, dass ich nicht auch Muster habe, weil ich habe genauso mit meiner Geschichte genug Dinge aufgesammelt. Und die haben ja auch eine Wirkung auf mich. Also ich bin da nicht frei davon. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, ich bin einigermaßen reflektiert. Also, soweit das geht. Weil man hat ja immer blinde Flecken. Aber, und also was ich halt probiere. Und das geht auch nicht immer gleich gut. Aber dass ich die Themen, die einfach bei mir persönlich sind, dass ich probiere, die in den Hintergrund zu schieben, wenn ich Vorträge mache und so. Weil ich mir dann einfach sage, meine persönlichen Dinge, die haben ja gar nichts zu suchen. Also da geht es nicht um mich, sondern um was Größeres. Und ja, also ich bin eher jemand, der das, was mit mir persönlich zu tun hat, ich mache das für mich und probiere das gar nicht irgendwie mit reinzumischen mit dem, was ich mache. So gut, dass es halt irgendwie geht.
Ja, wir hatten ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, also mit Menschen halt bestimmte Projekte in die Welt zu bringen. Und also wir haben ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also findest du es leicht, also so zum Beispiel ein Gemeinschaftsprojekt oder ein Schulprojekt eben zu manifestieren, also mit Menschen zusammen, oder du hattest es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, oder denkst du, das ist im Moment oder für dich jetzt gerade noch nicht reif oder noch nicht dran? Wie ist das für dich? Also, ich finde ja, dass es Menschen braucht, die jetzt schon etwas Neues machen und damit jetzt schon anfangen. Es ist halt einfach so, dass sobald wir mit anderen Menschen zusammenkommen, dann kommen einfach unsere Themen mit rein und dann muss man ja irgendwie miteinander auch darüber reden können und sich selber reflektieren. Und viele Menschen, die können das einfach dann gerade nicht. Und ich habe gemerkt, dass das einfach das alles auch schwieriger macht. Ja, und also ich habe gerade kein Projekt. Und es ist auch gut so. Aber es braucht ja die Menschen, die jetzt schon etwas tun. Und das geht ja auch. Man muss halt einfach ja, sich reflektieren können. Ja, ich glaube, das ist manchmal so, ne, wenn Menschen einfach eine Vision haben und sind halt sehr stark auf diese Vision konzentriert, haben aber dieses, also ein ganzheitliches Bewusstsein zum Beispiel noch nicht in dem Persönlichkeitsbereich entwickelt, also noch nicht gelernt, eben zum Beispiel überhaupt eigene innere Themen wahrzunehmen oder anzuschauen, oder vielleicht ist es auch zu unangenehm, sich damit zu konfrontieren, und dann in dem Moment, wo diese Dinge halt nicht angeschaut werden können, dann werden die normalerweise eben auf andere projiziert. Na, und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, weil wenn man eben nicht über die Person, also oder mit der Person über diese Dinge sprechen kann, weil sie das gar nicht annehmen kann, dann kommst du halt auch nicht weiter. Ne? Und dann, das habe ich auch wirklich sehr, sehr oft erlebt. Und am Ende, das große Ganze oder das große Ziel kann dann gar nicht verwirklicht werden, weil die Menschen noch so in diesen Ego-Geschichten drin hängen, und am Ende das Ego dann, obwohl sie das niemals zugeben würden, aber das Ego dann stärker ist als die gemeinsame Vision. Und das habe ich halt auch wirklich, weil ich ja auch viel Projekte gemacht habe oder auch lange Zeit in der Gemeinschaft gelebt habe, immer wieder erlebt, leider. Und so das und auf der anderen Seite kannst du ja Menschen, die von sich aus nicht bereit sind, bestimmte Themen anzuschauen, die kannst du ja nicht dazu zwingen, es zu tun, weil sie sind halt noch nicht so weit. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, sich dann mit ihnen über diese Dinge auseinanderzusetzen, weil es einfach nur nach meiner Erfahrung eine unglaubliche Energieverschwendung ist. Und also das habe ich eben auch, ne, beim Aufbau von mehreren Projekten eben auch so erlebt. Und bin da, mir ist es einfach auch dann in der Form einfach auch zu anstrengend mittlerweile, weil ich einfach weiß, ich kann in der Zeit, wo ich jetzt Energie verschwenden würde, kann ich halt viel sinnvollere Dinge einfach tun. Ja. Und hast du denn, also du sagst, du hast im Moment kein Projekt, also schreibst du am Buch wieder oder auch nicht? Nein. Das heißt, du machst wahrscheinlich auch nur das, was dir als gegeben wird als Aufgabe, oder? Ja, das, was ich einfach auch spüre, was jetzt für mich, für meine Seele gerade aktuell ist.
Ich würde mit dir gerne noch über die Entwicklung der Menschheit sprechen. Das ist ja auch für viele Menschen, die hier zuschauen oder zuhören, immer wirklich sehr, sehr wichtig. Also diese Frage, ne, wo stehen wir gerade als Menschheit in so einer Situation, wo wir ja wirklich, wo so ein ganz starker Umbruch stattfindet, ne? Also das Alte wird sehr, sehr deutlich und sehr sichtbar und löst sich teilweise auf. Das Neue versucht auch schon oder ergibt es teilweise auch schon in bestimmten Bereichen. Wie nimmst du denn diese aktuelle Situation auf der Erde wahr, in der wir uns jetzt gerade befinden? Also siehst du die Entwicklung gerade sehr positiv oder wie ist da deine Einschätzung der aktuellen Lage? Also, es gibt ja Menschen, die wachen mehr auf. Und dann gibt es auch Menschen, die schlafen noch mehr ein. Also es geht wie so in beide Richtungen. Und ich denke, das wird halt in Zukunft auch noch mehr werden. Dass die einen, die können mit der höheren Schwingung irgendwie mitgehen und öffnen ihr Bewusstsein. Und dann gibt es Menschen, die das einfach gerade nicht können und dann halt in der ganzen Manipulation, die wir hier haben, dann halt noch mehr da drin versinken. Also nimmst du das auch so wahr, dass sowas stattfindet, wie dass die Ebenen sich trennen oder dass Zeitlinien sich trennen? Dass mehr so eine Wahl stattfindet zwischen, für welche Zeitlinie entscheiden sich die Menschen? Also entscheiden sie sich für diese alte, destruktive Zeitlinie oder für eine neue, lichtvolle Zeitlinie? Also, so wie ich das wahrnehme, wir leben ja alle in der gleichen Dimension, auch wenn wir verschiedene Bewusstseine haben. Und dann gibt es einfach, gerade wenn so große Dinge auf der Welt passieren, dann merken wir das ja alle irgendwie. Also, die schon wacher sind und die noch mehr schlafen. Wir sind ja alle noch in dieser Welt, wir sind da ja nicht verschwunden. Aber unser Bewusstsein entscheidet ja, wie wir dann damit umgehen und auch was für Menschen wir treffen und was wir miteinander machen. Und darum gibt es dann Menschen, die dann kann es Menschen geben, die das Gleiche erleben, aber die einen, die gehen in eine positive Richtung und die anderen eher nicht. Also wir leben auf der gleichen Erde gerade, aber je nach unserem Bewusstsein reagieren wir ja auch auf die Dinge anders und dann machen wir uns auch eine andere Zukunft. Also ich nehme das aktuell schon so wahr, dass es, obwohl Menschen ja zum Beispiel verwandt sind und auch viel im Kontakt sind, oder zur gleichen Familie gehören, dass die einen wirklich also weil letztendlich ist ja das, was wir erleben, findet ja auch in uns statt. Also, dass die einfach sehr viele positive Dinge erleben und einfach sehr glücklich damit sind, also zu denen ich mich eben auch zähle, ne? Und andere, die ja schon auch ja, auf dieser Welt sind und auch verwandt oder bekannt sind oder im selben Dorf leben, aber trotzdem die Realität als komplett unterschiedlich wahrnehmen. Zum Beispiel viele negative Ereignisse stattfinden in deren Leben und die sich davon auch runterziehen lassen und so. Also es ist ja schon so, dass parallel Menschen, die doch verbunden sind oder eine ähnliche Herkunft haben oder im ähnlichen oder im gleichen Dorf leben zum Beispiel, aber trotzdem eine ganz andere Realität erfahren. Ja.
Aber das ist, das sehe ich auch so, aber wir sind ja trotzdem auf der gleichen Erde. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die noch schlafen, dass die sonst wo sind und wir sind dann da. Aber je nachdem, wie unser Bewusstsein ist, erleben wir andere Dinge und wir gehen anders mit ihnen um. Und wenn sich unser Bewusstsein ändert, dann ziehen wir ja auch andere Menschen an und möchten uns mit Menschen treffen, die auch so sind wie wir. Und wenn wir das tun, dann entsteht daraus ja was Neues und auch ein anderer Weg. Ja. Beschäftigst du dich manchmal mit zum Beispiel den Maya-Prophezeiungen oder den Prophezeiungen der Hopi? Also im Moment ist das ja auch gerade so in der spirituellen Szene, ist ja das Thema Prophezeiung auch wirklich sehr, sehr stark, ne? Also dass viele sagen, ja, das goldene Zeitalter beginnt jetzt oder spätestens eben in 2027. Und also viele Prophezeiungen haben ja auch Ähnlichkeiten miteinander oder es werden ähnliche Jahreszahlen genannt, ne? Alles so im Bereich zwischen jetzt und 2035 zum Beispiel. Nimmst du das auch so wahr, dass wir jetzt wirklich uns in einer Zeit befinden, wo diese neue Zeit jetzt sich auf der Erde manifestiert, also eine neue lichtvolle Zeit, wo eben mehr Liebe, mehr Harmonie, mehr Verbindung stattfindet und dass diese alte Zeit sich so langsam verabschiedet. Wie ist da deine Wahrnehmung oder Einschätzung? Also, das Ziel von der Erde, dass wir in einer neuen, friedlichen Welt leben, das ist wie fest. Also, das kann man nicht verändern und wegmachen. Und die Frage ist ja nur, was passiert, bis wir dort sind. Und das hängt halt vom Bewusstsein von den Menschen ab. Also, je mehr Menschen etwas Neues beginnen, desto schneller ist man auch dort. Und also was halt ist, dass wir immer noch auf der Erde Wesen sind, die halt die Veränderung der Erde ins Gegenteil umdrehen wollen. Und diese Wesen, die probieren halt die Menschen, die dafür offen sind, in ihre Vorstellung von der Welt reinzuziehen. Und das machen die ja, weil sie halt, also sie probieren ja wie dieses Gute, was kommt, irgendwie zu verhindern. Und aber schlussendlich funktioniert das ja gar nicht. Weil die Erde, die hat sich ja so entschieden und das können die auch nicht ändern. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass solange diese Wesen noch hier auf der Erde sind, dass bei den Menschen, die noch nicht so klar sind, dass sie genug aufgewacht sind, dass diese Menschen dann immer noch halt da reingezogen werden können. Also für mich ist das jetzt nicht so, dass alles gut ist auf der Welt und es wird immer besser. Also so sehe ich das nicht. Wie siehst du das? Im Kleinen, wenn Menschen, im Kleinen, wenn Menschen sich treffen, die auch etwas Gutes wollen und etwas Neues, dann kann das immer besser werden, weil man halt einfach unter sich ist. Aber ich denke, bei der Welt, da sind ja viele Menschen, die
zwar ein gutes Herz haben, aber halt einfach, ohne dass sie es wissen und sie meinen das auch gar nicht böse, aber halt einfach manipuliert sind und das sorgt halt auch dafür, dass in der Welt schlimmere Dinge passieren können. Also ich bin darum nicht der Meinung, dass es immer schöner und immer besser wird. Sobald die Manipulation weg ist, kann das absolut sein. Aber solange die Manipulation noch hier ist, sehe ich das eher so, dass es dort, wo die Menschen zusammenkommen, die etwas Gutes wollen, dort gibt es auch mehr Gutes. Und dort, wo halt die Menschen sind, die immer noch an die alten Dinge glauben und dann halt auch mitmachen, dort findet man halt auch das. Und es gibt ja bestimmte Aussagen, also auch von medialen Menschen, die halt sagen, dass die Führung der Wesen, von denen du gesprochen hast, dass diese Führung nicht mehr da ist oder dass die schon die Erde verlassen haben und dass sozusagen diese Wesen damit eben ohne Führung sind. Also wir reden ja wahrscheinlich von Archonten, oder? Wäre das der korrekte Ausdruck? Ja, und Okay. Und siehst du das genauso oder nimmst du das genauso wahr? ja, also die ganz oben in der Spitze waren, die sind nicht mehr da. Und auf einer feinstofflichen Ebene, da hat das Licht ja schon gewonnen. Also das ist ja schon fest. Und weil jetzt halt einfach diese manipulativen Wesen, weil die einen halt noch hier sind und die natürlich nicht gehen wollen, die probieren halt alles, was sie können, dass das in ihre Richtung geht. Aber schlussendlich wird das nicht gehen, weil feinstofflich ist es ja schon anders. Und das manifestiert sich ja mit der Zeit darunter. Das heißt, es ist einfach nur noch eine Frage der Jahre wahrscheinlich, ne? Bis Ja. sich eben dieser Sieg des Lichts auf der feinstofflichen Ebene dann auch auf der Erde manifestiert, oder? Ja, sehr spannend. Und was kann denn aus deiner Sicht jeder Einzelne tun, um diesen Prozess der Erinnerung an das Göttliche, ne, oder das Lichtvolle zu stärken oder eben an dieser Bewusstwerdung auf der Erde teilzuhaben? Indem wir uns selber erinnern und selber aufwachen, weil das, was wir ja, selbst wenn gar niemand davon weiß, aber wenn wir, also wir strahlen das ja dann aus und das geht ja energetisch auch ins kollektive Feld und macht da diese Information, dass dieses Erinnern möglich ist und was das bedeutet, das macht diese Information auch größer. Und dann können andere Menschen, die sich erst noch erinnern werden, können dann viel einfacher aufwachen, weil ja schon Vorarbeit da ist. Also selbst wenn jemand alleine ist und sagt, ja, ich kenne niemanden, der auch so denkt wie ich und ich bin damit ganz alleine und hat das überhaupt eine Wirkung, wenn ich bewusster bin. Aber es hat immer eine Wirkung, auch wenn wir sie halt manchmal physisch nicht sehen können. Aber energetisch hat es immer eine Wirkung, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und darum, es ist nie etwas für nichts.
Es hat immer einen Grund. Ja, genau, selbst Und wenn da ein, wenn, was sagst du? sogar wenn wir mit jemandem reden, der nicht offen für das ist, und da muss man ja auch nicht weiter diskutieren. Aber wenn man es einmal gesagt hat, und auch wenn er es während seiner Inkarnation nie glaubt, aber wenn er seinen Körper verlässt, dann erinnert er sich daran, dass wir ihm das gesagt hatten. Ja, spannend, ja, spannend. Und dann kann es sein, dass er merkt, ach so, das war ja wahr, das war ja so. Und dann kann er, wenn er das will, diese Erkenntnis, dass das ja so ist, kann er das in die nächste Inkarnation mitnehmen. Und also langfristig gesehen hatte dann sogar dieser Versuch, der dann während der Inkarnation nichts gebracht hat, trotzdem eine Wirkung. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Bild, was du da gerade teilst. Ja, dass also wirklich alles, was wir, alles Lichtvolle oder Liebevolle oder, ne, oder Wahre, Wahrhaftige, was wir aussprechen, und selbst sei es bei Menschen, die erstmal auf der, ne, auf der physischen Ebene nicht offen dafür erscheinen, es ist trotzdem, es geht trotzdem ins Feld, und sogar bei der Person, die in dem Moment nicht offen ist, hat es trotzdem eben eine Wirkung. Das ist wirklich ein großer Trost, glaube ich, für viele, die Ja. schon, ne, sehr, sehr frustriert sind, weil sie mit ihren, mit dem Wissen, was sie haben, einfach nicht gehört werden oder nicht gesehen werden, dass es trotzdem eben sinnvoll ist, dass sie das auch in die Welt bringen. Ja, und auch wenn das Ergebnis nicht sofort, ne, wahrnehmbar ist, wird es aber auf jeden Fall, in irgendeiner Form wird das Ergebnis kommen. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich. Manchmal muss man wie mehr in die Zukunft denken, damit man sehen kann, dass es doch etwas bringt. Ja. Ja. Und ja, und es ist ja auch einfach wichtig, dass wir eben das leben, was für uns wahr ist. Und selbst wenn wir keine sichtbare Reaktion bekommen, ne, im Außen, ist es trotzdem auch wichtig für uns, dass wir wirklich unsere Wahrheit und unser Wissen einfach vertreten und das einfach leben. Ja. Und wenn es nur für uns selber ist, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das ist echt, echt schön gesagt. Und was würdest du den Menschen raten? Wie können sie sich, wie können sie die Manipulation, die ja wirklich allumfassend ist, ne, wie alle wissen, die sich damit intensiver beschäftigen, und wirklich ja jeden Lebensbereich durchdringt, also wie kann man diese Manipulation erkennen und wie kann man sich auch von dieser Manipulation befreien? Also aus meiner Sicht geht es nur mit Bewusstsein. Also nur wenn wir bewusster werden, können wir das überhaupt erkennen. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir uns fragen, ja, was ist die Wahrheit? Oder was stimmt denn für mich? Also wenn wir zum Beispiel unser Leben lang nach den Vorstellungen und Erwartungen von der Gesellschaft gelebt haben und wir uns dann plötzlich erinnern, ach so, ich habe eine Seele und es gibt einen Grund, warum ich hier bin, dann können wir uns fragen, ja, und was will ich? Also was stimmt für mich? Was stimmt für mein Herz, und für meine Seele? Und das braucht manchmal seine Zeit. Manchmal wissen wir das nicht sofort. Aber wenn wir schon mal wissen, dass wir
manipuliert worden sind, dann wissen wir wenigstens, irgendwas stimmt nicht. Und es ist ja wie schon der Anfang, dass wir überhaupt herauskommen. Ja. Und vielleicht einfach nur dadurch, dass wir immer wieder diese Frage stellen, was fühlt sich für mich richtig an? Oder was sagt meine innere Stimme? Oder was sagt mein Herz? Dass wir uns das immer wieder ganz bewusst fragen, ne? Vielleicht also diese Frage an sich, die hilft ja auch schon, Ja. einfach bewusster wahrzunehmen. Oder auch, Und dass wir nicht alles annehmen, wie es uns als wahr verkauft oder präsentiert wird, sondern auch da immer wieder hinterfragen, ne? Dass wir zum Beispiel die Frage stellen, ist das wirklich wahr? Fühlt sich das für mich richtig an? Also mir fällt gerade so ein Beispiel ein. Damals als ne, das berühmte September-11-Ereignis war und dann im Mainstream diese Geschichte verbreitet wurde, ne, von den Flugzeugen, die halt in den Tower geflogen sind und dadurch ist dann der Tower zusammengebrochen und so weiter. Und ich habe sofort innerlich gewusst, dass diese Geschichte gar nicht wahr sein kann. Es war einfach ein ganz starkes inneres Wissen, ohne dass ich irgendwelche anderen Informationen hatte. Und dann habe ich halt aufgrund dieser Intuition habe ich dann angefangen zu recherchieren und habe dann auch ganz viele Hinweise gefunden, dass eben diese offizielle Theorie, die uns verkauft wurde als wahr, dass sie eben nicht richtig sein kann. Und ich kenne viele, denen es genauso ging, ne? Die auch wirklich ganz klar gespürt haben, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist ja einfach unsere Seele, ne? Die zu uns spricht und uns sagt, hey, pass auf, hier stimmt was nicht, was dir da verkauft wird. Ja, und dass wir, also ich habe so das Gefühl, dass unsere Gesellschaft, die ist ja darauf programmiert, dass wir immer aus der Angst handeln. Und wenn wir da rauskommen möchten, dann können wir uns ja fragen, wie würden wir aus der Liebe handeln? Also, dass wir diese Verdrehung, die haben wir ja auch alle irgendwo mitbekommen. Und dass wir diese Verdrehung mit der Zeit wieder auflösen können. Ja, also wenn wir, ne, wenn wir die Frage stellen, wie würde ich handeln oder was wäre wahr, wenn ich keine Angst hätte oder wenn die Angst nicht die Basis für meine Entscheidung oder für meine Wahl wäre, dann ist es auf einmal ganz anders, weil dann fallen viele Dinge einfach weg. Ja, weil das ist ja auch die Basis der Manipulation. Wenn man sich Medien anschaut, Nachrichten, Fernsehen, ist immer die Angst, ist die Basis. Stimmt, ja. Ja. Also die Angst vor dem Terrorismus, ne? September 11, und so weiter, die Angst vor dem Virus, Angst vor Krieg, Angst vor Inflation, also es wird immer Angst erzeugt und dann werden die Menschen eben weil sie eben in Angst versetzt sind. Das ist ja auch eine psychologische Kriegsführung. Man weiß, dass Menschen, die in Angst sind, nicht rational handeln und dass man sie gut manipulieren kann. Und das ist ja immer wieder das gleiche Prinzip, mit dem die Dunkelmächte eben arbeiten. Ja, und wenn wir Angst haben, dann hören wir unsere Seele nicht und unsere Intuition. Ja. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern noch als Inspiration mitgeben möchtest zum Abschluss unseres Gesprächs? Weiß Spontan. nicht. Nein, mir kommt auf eine solche Frage eigentlich nie etwas in den Sinn. Was sagst du? Mir kommt auf eine solche Frage meistens eigentlich nie etwas in den Sinn. Ah, okay. Ja, gut, also wenn spontan Inspiration kommt, dann.
Ja. Ansonsten, ja, hast du so viele wertvolle Dinge und Weisheiten geteilt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich bin sehr gespannt, also welche Projekte du in Zukunft in die Welt bringen wirst. Ja, danke für das schöne Gespräch. Danke für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und danke, liebe Christina. Danke, alles Liebe, liebe Grüße in die Schweiz. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.